Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video hatte ich anfangs gar nicht so in diesem Monat geplant. Aber es gibt eine neue Challenge, die ich super genial finde und ich wollte euch ein bisschen was darüber erzählen und vielleicht den einen oder anderen motivieren, mitzumachen. Und zwar geht es um Paleo. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten damit ein bisschen auseinandergesetzt und beschäftigt und was ich dazu gelesen habe, ist der Blog Prinzip Paleo. Den verlinke ich euch auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Da könnt ihr euch über das Thema auch noch ein bisschen mehr informieren. Und für all diejenigen, für die es wirklich neu ist, die keine Ahnung haben, was Paleo ist, würde ich jetzt erstmal damit starten zu erklären, was das ist und warum ich das so gut finde und mich damit angefangen habe zu beschäftigen. Paleo leitet sich ab, und das muss ich jetzt ablesen, von dem Begriff Paläolithikum, das ist die Altsteinzeit, und diese Zeit hat uns bis heute geprägt und die ist ganz ausschlaggebend für diese Paläo-Ernährungsweise. Denn Paläo bedeutete, sich wieder an einer natürlicheren und ursprünglicheren Ernährungs- und Lebensweise zu orientieren. Deswegen spricht man bei der Paleo-Diät, die nicht wirklich eine Diät ist, zum Teil auch von der Steinzeit-Diät. Es geht halt darum, das zu essen, was wir Menschen schon immer in dieser Form gegessen haben, also auch schon in der Steinzeit. Es geht um viele Lebensmittel, um bunte Lebensmittel, um natürliche Lebensmittel, und man versucht, stark verarbeitete Lebensmittel eher zu vermeiden. Also die nicht komplett zu streichen, aber doch schon eher zu vermeiden. Und die Punkte, die mich von Paleo überzeugt haben, sind ein gesundes, vitales Leben, was mir ja sehr wichtig ist. Paleo lässt auch die Pfunde purzeln, zwangsläufig, logischerweise, aber es ist nicht mein Hauptansatz. Es gibt Energie, diese Ernährungsweise, für den Sport, für die Arbeit, und das ist mir halt sehr wichtig. Ich habe schon oft in Videos erzählt, dass ich einen unglaublichen Energiemangel verspüre. Und ich habe meine Ernährung dahingehend schon ein bisschen umgestellt, aber ich bin der Meinung, dass da echt noch viel, 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 viel mehr geht. Und Paleo kann auch bei chronischen Beschwerden und Krankheiten wirklich helfen. Und ich habe immer wieder mit Rückenschmerzen, mit Kopfschmerzen vor allen Dingen auch stark zu tun und erhoffe mir da wirklich von Paleo einiges. Und bei Paleo isst man so, wie ich schon gesagt habe, ursprüngliche, natürliche Lebensmittel und eher weniger von diesen neuen Lebensmitteln. Und neue Lebensmittel, die sind meist auf der Basis von Milch oder auch Getreide, und die entstehen aber durch industrielle Verarbeitung. Also die sind nicht natürlich, ne? Das wächst nicht einfach so vom Baum, und dadurch beinhalten die in der Regel halt einfach Antinährstoffe, zu viel Zucker natürlich auch, ne? Ungesunde Fette, Salze und auch Zusatzstoffe. Und deswegen versucht man diese neuen Lebensmittel bei der Paleo-Ernährungsweise eher zu vermeiden und mehr von diesen natürlichen Lebensmitteln zu essen. Warum Paleo mich aber so begeistert, ist halt, ihr wisst, ich möchte keine Diät machen, ich halte davon nichts. Und Paleo ist so eine Ernährungsweise für das gesamte Leben. Also das könnte ich mir halt für das gesamte Leben vorstellen. Ja, genauso wie einige ihr gesamtes Leben über Vegetarier oder Veganer sind, kann ich mir diese Paleo-Ernährungsweise für den Rest meines Lebens vorstellen. Und Paleo bedeutet aber viel mehr. Paleo, ich spreche es mal falsch aus, Paleo, bezieht sich nicht nur auf die Ernährung, sondern auch wirklich auf dein gesamtes Leben. Und Paleo angewendet auch im Alltag ist natürlich die Ernährung, ist natürlich auch die Bewegung, aber jetzt nicht irgendwie exzessiv Sport treiben, sondern wirklich die Kleinigkeiten, die dir dein Alltag auch für Bewegung bietet. Ist aber auch mal nichts zu tun, aus dem Alltag auszubrechen. Genügend Schlaf zu bekommen ist auch ein ganz, ganz großer Faktor von dieser Paleo-Lebensweise, nenne ich es einfach mal. Draußen in der Sonne unterwegs sein, dich mit Freunden umgeben, ja, einfach auch so ein positive Lifestyle, also einfach positiv leben, ja, ein gesundes Leben führen heißt halt nicht nur, sich zu bewegen und gesund zu ernähren, sondern auch deiner Seele einfach was Gutes zu tun und Stress zu reduzieren. Und das hat mir halt so gut gefallen, weil dieses Gesamtkonzept einfach total Sinn für mich macht. Und warum erzähle ich euch das eigentlich alles?
Es gibt eine Paleo Challenge und zwar geht die über 21 Tage. Das ist die 21 Tage Paleo Fitness Challenge, die Challenge für Einsteiger, also so Leute wie mich. Es geht einfach um mehr Fitness, um weniger Bauch. In dieser Zeit verliert man durchschnittlich ungefähr 1 Kilo Körpergewicht, also verbrennt man in dieser Zeit. Das finde ich absolut gesund, es ist auch was Realistisches. Und am Ende soll man dazu fähig sein, 30 Minuten Kraftdauer-Austraining durchzuhalten. Bin ich schon sehr gespannt. Ist perfekt für so Nicht-Sportler, die halt einfach wieder mehr in Bewegung kommen wollen. Dazu zähle ich mich einfach auch mal noch. Und für Menschen, die wenig Zeit für Sport haben. Also perfekt für Mamas. Wir haben einfach wenig Zeit für Sport. Meistens ja dann auch erst so am Abend. Und Start ist am Samstag, den 29.07. Da geht's los. Da könnt ihr dieses Produkt ab da kaufen. Und es ist auch nicht teuer. Also bezahlt für jeden Tag 1 Euro. Das ist absolut vertretbar. Und in dieser Challenge oder für dieses Geld bekommt ihr dann ein Fitnessprotokoll, was euch dann schrittweise in Bewegung bringt. Ihr bekommt jeden Tag so eine kleine, spannende Bewegungsübung für den Alltag. Und dieses Fitnessprogramm, das sind maximal 20 Minuten pro Tag. Also es ist absolut etwas, was wir in unseren Mama-Alltag einbauen können. Und ihr bekommt Hilfe durch jeweils ein Trainingsvideo, was euch nochmal genau die Übung erklärt. Und ich bin super, super gespannt auf diese 21 Tage. Und es ist einfach sowas, es setzt nicht an, okay, in 21 Tagen verliert ihr 10 Kilo oder so. Sondern es geht einfach darum, in dieser kleinen Zeit, die wir als Mamas haben, halt einfach so ein bisschen mehr Bewegung in unseren Alltag zu bringen. Nicht um zwangsläufig übelst viel abzunehmen oder so, oder Umfang zu reduzieren, sondern weil wir wissen, dass Bewegung einfach notwendig ist, um unseren Körper gesund zu halten. Ja, das ist einfach super, super wichtig. Und ihr bekommt zusätzlich auch noch ein E-Book und ein Hörbuch. Das heißt, das muss ich kurz ablesen, Paleo Fitness für Einsteiger mit theoretischem Wissen und Tipps. Also auch darüber hinaus dann noch ein bisschen was zu dieser Ernährungsweise und so. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um erstmal zu sehen, okay, was ist das, um daraus zu lernen, zu schauen, okay, 20 Minuten am Tag, das ist gar nicht so viel und das ist gar nicht so krass anstrengend und das macht mir Spaß und man steigert sich immer so ein bisschen. Und deswegen wollte ich euch gerne davon erzählen. Ich verlinke euch, wie gesagt, den Blog, den ich gelesen habe, unten in der Infobox und auch die Challenge verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Und lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr vielleicht mitmacht. Das würde mich sehr interessieren. Das wäre natürlich super, super genial. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.